Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geistiger Delaware San John. Ja, wir sind hier in dem vorigen Part an der Kasse stehen geblieben. Wir kommen ja erstmal nicht weiter. Wir müssen uns erstmal hier so umgucken. Was haben wir hier? Popcornmaschine. Schade, dass das Teil nicht funktioniert. Ich habe Hunger. Lass ihn mal ausprobieren. Woher willst du wissen, dass er nicht funktioniert? Das ist eine gammelige Kasse. Was haben wir hier? Josh. Ich weiß ja, dass du dir nie merken kannst, wie man ein No-Sell erzeugt. Daher findest du unten Anleitung. Ich kann sie nicht gerade ausschreiben. Sonst käme ja jeder an der Kassenbestand. Aber du wirst schon mit der Kodierung klarkommen, oder? Kurbeln. Einmal dann B, D und wieder einmal kurbeln. Alles klar. Kurbeln. B. Und D. Und wieder kurbeln. Yep, und wir haben es geschafft. Ein Schlüssel. Der Schlüssel zum Angestelltenraum. Okay. Jetzt dürfen wir erstmal einen Angestelltenraum suchen, würde ich sagen. Verschlossen. Ist das der? Das klappt so nicht. Okay. Was haben wir hier? Die Uhr blieb um 12:15 stehen. Genau wie die andere. Ziemlich seltsam, dass alle Uhren zur selben Zeit genau stehen bleiben. Wenn ihr mich fragt, ist ja was faul. Oh. Da sind wir. Wir können uns im Spiegel betrachten, nicht wie bei Scratches. Juhu! Sonst noch irgendwas hier? Toiletten. Die Tür klemmt. Und brech doch ein! Okay, hat keinen Bock drauf. Was ist das denn? Ein Schlüsselloch oder was? Was ist das denn da drin? Sieht aus, als wäre da ein Schlüssel. Aber das Wasser ist eklig. Ja, dann muss er abziehen. Sieht aus, als wäre da ein Schlüssel, aber das Wasser ist eklig. Okay. Willst du anscheinend nicht, oder? Nee. Was ist das denn für ein komisches Ding in der Mitte? Na gut, aber okay, jetzt wissen wir wenigstens, dass hier ein Schlüssel drin ist. Okay. Was haben wir hier noch? Die Tür ist abgeschlossen. Ist hier der Schlüssel? Hier nicht zu gebrauchen. Okay. Moment mal. Was denkst du denn, wo du hingehst? Was? Oh, Entschuldigung. Habe niemanden gesehen. Niemand darf in die Loge, junger Mann. Zutritt verboten. Wir haben ein Ticket. Also, lass uns mal durch. Moment mal. Was denkst du denn, wo du hingehst? Was? Oh, Entschuldigung. Habe niemanden gesehen. Niemand darf in die Loge, junger Mann. Zutritt verboten. Toll. Ist auch mal eine Sache für sich. Aber da rein kommen wir irgendwie nicht. Obwohl wir ein Kinoticket haben, ist das schon regelrecht komisch. Was haben wir hier? Das ist die Bar. Kommen wir hier rein? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, wundert mich nicht. Was haben wir hier denn? Ich habe schon lange kein Game gezockt. Ich wünschte, ich hätte einen Viertel Dollar und etwas Strom. Tja, dann musst du Let's Player werden. Da kannst du so viel zocken, wie du willst. okay. Müssen wir anscheinend nach oben irgendwie und dafür ist dann, glaube ich, irgendwie der Schlüssel da oder so. Mal gucken, ob der funktioniert. Das gehört hier nicht hin. Ja, wohin dann sonst? Die Tür ist abgeschlossen. Rein willst du ja nicht, oder? Wird hier falsch gelaufen, oder? Hier vielleicht? Woanders könnte es mehr Nutzen haben. Ja, wo denn? Hier will er ja nicht, oder? Das klappt so nicht. Nö. Okay. Was ist hier? Die Tür ist abgeschlossen. Willst du hier versuchen? Nö. Da habe ich keinen Bock drauf. Hier ist das Gammelzimmer von dem Typen. Angestelltenraum, wo soll der denn hier sein? Unten irgendwo? Gucken wir uns gleich mal um, würde ich mal sagen. Ach ja, genau, wo das kleine Mädchen eventuell geheult hat. Das war doch hier. Aha. Was ist das denn? Ich glaube, da sitzt irgendwas im Schrank drin.
Oh. Keine Angst, ich will doch nur helfen. Wer bist du? Mein Name ist Delaware St. John. Nach Lichtspieltag fahren. Ah. Mein Name ist Delaware. Ich bin gekommen, um zu helfen. Was ist passiert? Wie konnte er mir das nur antun? Ich habe ihm vertraut. Wem hast du vertraut? Wem hast du vertraut? Er lauscht an der Tür. Er darf mich nicht kriegen. Bitte, lass ihn nicht rein. Ja, aber... Handschuh. Ein Gummihandschuh. Aber dazu musst du uns doch mal sagen, wen wir nicht reinlassen sollen, junge Frau. Okay. Irgendwer lauscht an der Tür und dürfen nicht reinlassen, okay. Jetzt haben wir einen Gummihandschuh, jetzt müssen wir um eine Toilette wieder und jetzt meine Schlüssel im Haus. So, Geisterjäger, jetzt darfst du reinigen. Ein kleiner Schlüssel. Wohin der wohl reinpasst? Gute Frage. Na, da oben kommen wir nicht an den Geist vorbei. Da ist auch nichts Besonderes drin. Hier geht's nach oben. Vielleicht kommen wir jetzt irgendwie nach oben. Probieren wir es mal aus. Hier nicht so gebraucht. Okay, da nicht. Was ist hier? Das gehört hier nicht hin. Auch nicht. Okay. Da waren wir schon. Das ist das Zimmer von dem. Hier vorne ist das Treppenhaus. Okay, müssen wir doch irgendwo unten was machen am besten, glaube ich mal, oder? Da rein vielleicht. Woanders könnte es mehr Nutzen haben. Oh Gott, ey. Wo denn, Digga? Wo denn? Hier? Was denn da rein machen? Das klappt so nicht. Okay, auch nicht. Oh Mann. Wo führt der Schlüssel nur hin? Da ist ja nichts drin. Rufen wir mal Kelly an, mal gucken, was die dazu sagt. Hey Kelly, ich komme nicht weiter. Hast du einen Tipp für mich? Hast du vielleicht etwas gefunden, was dir den Zutritt zu einem anderen Bereich ermöglicht? Sei kreativ, dir wird schon was einfallen. Super. Was eine tolle Scheiße. Hey Kelly, ich komme nicht weiter. Hast du einen Tipp für mich? Hast du vielleicht etwas gefunden, was dir den Zutritt zu einem anderen Bereich ermöglicht? Sei kreativ. Dir wird schon was einfallen. Okay. Hier nicht so gebraucht. Da will er den nicht machen. Hier? Auch nicht. Okay. Da waren wir drinnen, da kommen wir auch raus. Hier unten ist soweit nichts mehr. Gehen wir doch nochmal nach oben. Die Türen hatten wir auch schon gehabt. Was ist hier? Hat er auch keinen Bock drauf? Muss das doch noch hier oben irgendwo sein? Das gehört hier nicht hin. Das gehört da nicht hin, okay. Hier? Woanders könnte es mehr Nutzen haben. Okay. Woanders? Ja, dann schlag doch mal was vor, Kollege Eiermann. Das klappt so nicht. Ach, das ist doch so verwirrend hier. So, da wollt's ja nicht. Hier gibt's ja auch nichts mehr Bestimmtes drin, oder? Irgendwie der alte Gammelschrank. Ne, hat auch keinen Bock zu untersuchen. Schreibtisch hatten wir auch nur die kleine Ecke da untersucht gehabt. Komisch. Wo geht's hier weiter? Also muss doch unten irgendwer sein. Ich kann mir sonst nichts anderes vorstellen. Aber wo? Hier will er nicht rein. Hier nicht so gebrauchen. Ja. Da ist eine Tür. Hier ist vielleicht irgendwas? Na. Was machst du denn da? Bist du jetzt da? Foto mal. Habe das Bild erhalten, Del. Nichts Besonderes zu entdecken. Sieht aus, als wäre der Ort schon vor langem verlassen worden. Warum wohl? Ja, gute Frage. Wir haben jetzt einen kleinen Schlüssel, aber wir wissen jetzt damit nicht anzufangen. Das ist schon mal sehr gut. Irgendwie komisch gemacht. Haben wir hier hinten irgendwas noch was? Was ist damit?
Das gehört hier nicht hin. Hörst du auch nicht rein. Verschlossen. Brech ein. Oh Mann, Johnny, du bist echt komplizierter, als man glaubt. Und hier haben wir noch ein Zimmer. Ah, juhu. Oh nein, wieder eine Toilette. Hier weint bestimmt auch irgendwo wieder einer. Oder irgendein Geist. Die Tür klemmt. Okay, die klemmt schon mal. Das ist auch die zweite Tür. Ist wieder ein Loch in der Toilette drin. Oh mein Gott, die schießen ja alle wild rum. So, was haben wir hier in der letzten drin? Die Tür klemmt. Ach, die klemmt auch. Ah, super, haben wir nur einen, den man öffnen kann. Oh, da ist irgendwas. Edith Mays. Eine laminierte Ausweiskarte einer früheren Angestellten. Hübsche Braut. Oh Gott, Johnny. Deinen Sarkasmus möchte ich haben. Vielleicht hier irgendwie kommen wir jetzt rein, oder? Moment mal. Was denkst du denn, wo du hingehst? Was? Oh, Entschuldigung. Habe niemanden gesehen. Niemand darf in die Loge, junger Mann. Zutritt verboten. Ja, wir haben ja schon so eine Dingenskacke hier. Ne? Lass uns immer noch nicht rein. Ruf mal jetzt Kelly an. Ich hab keine Ahnung, hey Kelly, mit dem Ausweis. Ich komme nicht weiter. Hast du einen Tipp für mich? Hast du vielleicht etwas gefunden, was dir den Zutritt zu einem anderen Bereich ermöglicht? Oh Gott. Sei kreativ. Dir wird schon was einfallen. Ja, super. Jetzt haben wir eine Kreditkarte oder sowas hier. Wo sollen wir denn damit hin? Das ist so komisch. Sollen wir die Türen damit aufslicen? Woanders könnte es mehr Nutzen haben. Ja, wo denn? Oh Mann, hier vielleicht. Na? Der muss die CD erstmal laden, okay. So. Ah. Die Tür ist jetzt offen, aber die Karte ist hin. Keine gute Qualität. Egal, Hauptsache die Tür ist offen. Wir sind Verbrecher hier. Meine Damen und Herren, lassen Sie bitte Ruhe einkehren. Die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Okay. Nichts Besonderes. Verschlossen. Okay, die ist schon mal abgeschlossen. Hier ist nur ein Vorhang. Auch nichts weiteres hier. Was ist das denn? Irgendwelche Mücken? Was wird das denn jetzt? Delaware, bist du da? Bist du das, Kelly? Hahaha, ha, ha. Was bist du nur für ein Scherzgeld? Pass auf, Deli, ich habe den Namen der Stadt gefunden. Schieß los! Die Stadt hieß Winter Haven. Die Stadt erschien nie auf einer Karte, da sie technisch gesehen nie existierte. Zumindest bis ein Jahr vor dem, was auch immer dort passierte. Winter Haven? Kein Wunder, dass man den Namen der Stadt geheim halten wollte. Da ist noch was. Es gibt einen Polizeibericht über zwei verschwundene Teenager in Winter Haven. Josh Martin und Jenny Miller. Ich fand ein Kündigungsschreiben im Kino. Josh sollte gekündigt werden. Nun, dem Polizeibericht nach hat Charles Epps ausgesagt, dass Josh immer aggressiver wurde. Und als Epps ihn feuerte, hörte er, wie er sich lautstark mit seiner Freundin stritt und hat die Polizei gerufen. Im Bericht steht, dass Josh und seine Freundin aus der Stadt verschwanden. Ob die Freundin noch lebte oder nicht, weiß keiner. Sie war tot. Ich glaube aber nicht, dass Josh etwas damit zu tun hatte. Danke für die Infos, Simon. Ich suche dann mal weiter. Irgendwas stimmt da nämlich nicht. Eine verbrannte Leinwand. Haben wir hier irgendwas? Mir ist soweit auch nicht zu erkennen, oder? Nö. Exit ist ja zu. Verschlossen. Hier haben wir von so einem Zoom gehört. Das ist weg. Bestimmt was um die Vorstellung. Vielleicht kommen wir jetzt oben da irgendwie rein. Ich habe keine Ahnung. Sonst würden wir nicht mehr weiterkommen hier. Ansonsten laufen wir einfach durch die durch. Ist eh ein Geist. Von daher. Ach, Moment mal. Was denkst du denn, wo du hingehst? Ein Ticket. Was? Oh, Entschuldigung. Habe niemanden gesehen. Niemand darf in die Loge, junger Mann. Zutritt verboten. Ja, toll. Zutritt verboten? Nicht mal ein kurzer Blick dort rein? Nur für Forschungszwecke? Weißt du, ich komme hier mit meinem Kreuzworträtsel nicht weiter. Ich stecke einfach fest. Ich biete dir ein Geschäft an. Du hilfst mir
und ich sehe in die andere Richtung. Gut, abgemacht. Jetzt dürfen wir nur rätseln, oder was? Also gut. Das erste Wort, das mir fehlt, ist waagerecht. Der zweite Buchstabe ist O, der letzte M. Der Hinweis, wenn du nicht erkannt werden willst, schreib nur rein, was fehlt. Ach du Scheiße, ey. Oh Mann, das fehlt mir jetzt irgendwann noch Kreuzworträtsel machen mit Geistern, ey. Leute, wofür das wohl hin, ey? Was ist das hier für ein Game? Naja, was dort passieren wird, wenn wir dieses Kreuzworträtsel gelöst haben, geschweige denn, was hier für Buchstaben reinkommen werden, dies und noch viel mehr werden wir in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Geisterjäger der Loyal St. John. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dahin, ciao.